Hallo, mein lieber Löwe. Schön, dass du da bist. Liebe Grüße. Ich hoffe, dir geht's gut, Löwe. Und willkommen zu der Sommerlegung 2024. Juni, Juli, August, wo wir uns anschauen, was da so wichtig wird für dich im Sommer, was da auf dich einwirken kann. Du bedenkst wie immer, dass die Legung allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Löwen zutreffen muss, aber ihr spürt das auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen Sommer. Wir gucken uns erstmal ein paar Hauptbotschaften an und dann gehen wir tiefer rein, Löwe. Wollen wir mal schauen. Löwe, Sommer, was bringt der Sommer dem Löwen? Sommer 2024, Löwe, was ist da los beim Löwen? Oh, blauer Schmetterling, Transformation. Eine Transformation, eine Veränderung, Entfaltung, etwas wird sich radikal transformieren. Entweder du, dich oder auch eine gewisse Situation geht in die Veränderung. Etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Ich habe sowieso das Gefühl, also die ganzen Legungen, die waren irgendwie total krass, manche, dass sich da wirklich sehr viel verändert und dass da ganz schön viel auf einmal auf uns zukommt. Und ja, Transformation ist natürlich auch etwas Radikales, ne? Veränderung, etwas verändert sich, etwas wandelt sich, ne? Man beendet etwas, etwas darf neu kommen, neu beginnen. Das kann in einer Situation sein, dass sich da irgendetwas verändert im zwischenmenschlichen Bereich oder auch innerlich, ne? Dass man so eine Transformation einfach durchmacht. Gucken wir mal weiter, Löwe. Worum geht es denn noch im Sommer? Worum geht es hier noch? Löwe, Sommer. Oh, Farbenspiel, kreative Kraft. Ja, du darfst deine Kreativität spielen lassen. Vielleicht machen einige von euch ja auch etwas Kreatives, Berufliches oder eine bestimmte Berufung, ne? Sehr viel Kreativität ist gefragt. Du nutzt vielleicht auch deine Kreativität, um etwas zu transformieren. Vielleicht geht etwas in die Entwicklung. Du könntest dich komplett entwickeln, also komplett transformieren mit deiner kreativen Kraft. Alles könnte auf einmal irgendwie bunt werden für dich, ne? Im Sommer. Dein Leben wird auf einmal bunter. Wir gucken mal weiter, Löwe. Worum geht es denn noch im Sommer? Was zeigt sich denn da noch? Worum geht es noch? Das Ass der Schwerter. Das ist die Klarheit. Das sind gute Gedankengänge. Das sind gute Ideen, die man hat. Wahrheiten, Klarheiten, gute, klare Gedankengänge. Ja, vielleicht kommt etwas in die Klärung. Man ist sich klar. Man ist sich vollkommen bewusst in dieser Situation. Das zeigt auch so einen Kampfgeist, ne? Das sind die Gedanken, wo ihr dieses Gefühl habt. Ja, das ist ein Anfang und da wird sich etwas klären. Es geht hier um Erkenntnis, um Erleuchtung. Etwas darf auch erleuchtet werden. Ne? Vielleicht bekommt ihr hier eine Erleuchtung auch. Es verändert sich komplett und man sieht die Dinge jetzt auch klar. Vielleicht geht es hier auch um kreatives Verhalten, ne? Dass man so ein bisschen kreativer handelt. Ne? Das kann man natürlich auch im Handeln ein bisschen kreativer sein, ne? Gute Ideen haben, Gedankengänge und dann auch etwas in die Handlung bringen, Löwe. Wir gucken jetzt mal, was hier so auf dich zukommt im Sommer. Was zeigt sich denn da? Was erwartet Löwe im Sommer? Was kommt da auf Löwe zu? Jawohl, das Ass der Münzen schon mal. Was zeigt sich da? Oh. Die sieben der Münzen. Verkehrt. Weitere Karten. Löwe, Sommer. Die vier der Münzen. Was ist hier denn los? Alles Münzen. Verkehrt. Löwe, Sommer. Der König der Kelche. Noch eine. Was kommt da im Sommer auf Löwe zu? Oh. Die 10 der Schwerter. Krass.
Okay, Löwe, lass mich das mal kurz wirken und dann schauen wir uns das erstmal oberflächlich an und dann wird das geklärt. Okay, also hier haben wir schon mal etwas, was dir geboten wird, ne? Was dir gereicht werden kann. Jemand versucht dir etwas zu übermitteln, etwas Stabiles. Das kann ein Angebot sein für dich oder aber auch eine Chance, die du da siehst. Dir wird eine Chance geboten. Jemand versucht dir etwas zu übermitteln. Entweder ein Mensch, der dir eine gewisse Stabilität überreichen will, oder aber es geht wirklich um sowas wie ein Angebot, was mit Job, was mit Berufung zu tun hat. Auch eine gewisse Stabilität in etwas sehen. Das könntest auch du sein. Du versuchst jemandem etwas zu geben, zu übermitteln, jemandem ein Angebot zu machen, ne, auf Stabilitätsebene erstmal. Aber hier haben wir die Ungeduld. Ne? Da ist man irgendwie nicht ganz zufrieden, was man da bekommt, was man da sieht oder auch was man selber reicht, ne? Was man selber übermitteln will, was man jemandem selber überreichen will. Ne? Der stabile Boden, die innere Stabilität auch. Entweder reicht euch das noch nicht, dass ihr sagt, ja, das ist jetzt eine Münze, aber irgendwie will ich noch mehr Münzen haben, also noch mehr Stabilität. Dann haben wir hier die Federmünzen verkehrt herum. Das ist dieser Loslassprozess, ne? Vielleicht merkt ihr, okay, ich darf mich da nicht so festkrallen an diesem Thema oder an diesen Gedanke, wie viel ich eigentlich haben will in der Situation oder von diesen Menschen. Ne, das kann auch etwas Zwischenmenschliches sein. Weil hier der Anfang, der zeigt erstmal nur Münzenstabilität. Da ist noch nichts mit Gefühl hier, ne? Weil der König der Kirche, da kommen wir gleich zu, der spricht ja von sehr viel Gefühl. Hier geht es erstmal darum, dass man die stabile Sicht erkennen will, ne? So, das ist hier auch so ein gewisser Schutz, Löwe, ne? Wo man versucht, sich selbst zu schützen. Schutzschild aufhat, Selbstschutz, seinen Boden schützt und so weiter, aber das lässt man los. Entweder lässt ihr davon los oder jemand anderes, dass man sich sagt, okay, ich muss jetzt mal fallen lassen. Ich darf mich da jetzt nicht dran festkrallen, was ich erwarte auch, ne? Was ich erwarte in dieser Lage oder auch von der Person, ich muss davon loslassen. Man lässt los, man kann vielleicht auch gar nicht mehr, ne? Sich da die ganze Zeit dran festhalten. Hier haben wir den König der Kelche, was ich eben schon gesagt habe, der ja sehr viel Gefühl in sich trägt. Eine gefühlvolle Person ist das. Das ist Fische, Krebs, Skorpion Energie. Muss jetzt nicht unbedingt der Mensch in diesem Zeichen geboren sein. Ja, vielleicht geht es bei einigen von euch ja auch um die Liebe, ne? Das sind Gefühle, die aber erstmal so ein bisschen im Zaun gehalten werden, ne? Ich habe das Gefühl, jemand pocht hier sehr, sehr, sehr viel auf Stabilität, dass man erstmal die Stabilität erkennen will und dann sich auf seine Gefühlswelt konzentriert, weil hier zeigen sich sehr viel Emotionen, Gefühle auf, ne? Jemand versucht sich so ein bisschen zurückzuhalten, versucht seine Gefühle, seine Gefühlswelt für sich zu behalten erstmal, aber da stecken sehr viele Gefühle drin, auch sehr viel Emotionen in Bezug zu der Sache, wenn das jetzt nichts mit der Liebe zu tun hat. Ne, man versucht sich dann mit seiner Gefühlswelt zu verbinden. Der König der Kelche, der ist ja auch sehr kreativ, auch, ne? Kreative Gefühlswelt und ja, der kann sich da besser mit verbinden. Man lässt los und man gibt sich dem Gefühl hin. Ne? Man versucht das Ganze mit Gefühl, mit Emotionen auszudrücken. So, die 10 der Schwerter, das ist ein radikales Ende hier, ne? Das ist die Transformation. Das ist etwas, was jetzt gehen darf, was jetzt beendet werden soll. Das ist auch die typische K.O.-Lage, ne? Man ist körperlich, emotional einfach K.O. Diese ganze Kraft, die man da reinsetzt, das alles festzuhalten, die Erwartung, ne, was man erwartet. Stabilität, die ganze Zeit Stabilität. Ne, ich noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. Dann kommt das Gefühl hier ins Spiel und dann merkt man, oh, okay, man muss sich fallen lassen, man muss loslassen, man muss etwas hinter sich lassen. Weil 10 der Schwerter, dann ist erstmal Feierabend. Ne? Dann muss ein neues
Kapitel aufgeschlagen werden. Dann muss es weitergehen. Dann kommt etwas anderes, etwas Neues. So, Löwe, das klären wir jetzt alles auf. Wir gucken mal, was hier los ist. Das Ass der Münzen. Worum geht es denn da? Das Ass der Münzen. Ja, die Liebenden von der anderen Seite. Ja, entweder geht es um die Liebe bei einigen von euch. Das ist eine Liebe, die sich vielleicht schwierig gestalten lässt, wo man Erwartungen hat. Ja, wo es schwierig sein kann, schwierig werden kann, aufgrund des Verhaltens. Entweder von dir oder von der anderen Person oder ihr beide. Man wartet auf das Gereichte, man wartet auf das Angebot, dass man sozusagen starten kann. Das kann aber auch die Entscheidung sein, ne? Sich dafür entscheiden, ne? Das Angebot anzunehmen, so wie es kommt, oder auch das zu machen. Es ist eine schwierige Entscheidung hier, ne? Das anzunehmen, sich dahin zu bewegen, weil das eine Anfangsenergie, ne? Sich in diese Stabilitätslage reinzubewegen. Diese Münze als guten Anfang anzusehen, das kann hier ein Anfang im Liebesbereich sein. In einer Verbindung, die sich erstmal etwas schwierig gestaltet, ne? Wo man Schwierigkeiten sieht irgendwie, vom Gefühl her oder auch wirklich, weil man da die ganze Zeit auf dieser Stabilitätsebene pocht. Ne? Man will die Stabilität des anderen Menschen haben, man möchte, dass der Mensch genug Stabilität oder auch ein Angebot überreicht erstmal. Ne? So, gucken wir mal weiter. Die 7 der Münzen verkehrt, worum geht es denn da? Die Ungeduld hier. Ja, die 3 der Stäbe. Das ist die Erwartungshaltung, Löwe. Abenteuerlust. Hier hat jemand Abenteuerlust. Ne, das ist zu langweilig, die Münzen da. Ne? Die Stabilität und so weiter. Man will sich ins Abenteuer stürzen. Man hat da ein Ziel vor Augen, man hat da einen Fokus vor Augen. Man wartet auf grünes Licht. Man wartet darauf, dass man da rein starten kann. Man hat ein Ziel. Man wartet auf Zielverfolgung, dass man leidenschaftlich da reingehen kann. Stäbe, das ist die Leidenschaft. Das ist dieser Eroberungsblick. Man wartet darauf, erobert zu werden oder dass man selbst erobern kann. Ne? Deshalb diese Ungeduld hier. Gucken wir mal weiter. Die 4 der Münzen verkehrt. Worum geht es da, Löwe? Die 4 der Münzen. Hoppala. Guck, du selber. Deine eigene Energie, ja, ich sag ja, du lässt das Ganze fallen, du lässt das los. Man hört auf, ständig auf diese Stabilitätsebene da zu pochen, ne? Ja, man versucht die Situation zahm zu machen, sich zu zähmen, sich auch mehr dem Gefühl hingeben. Das ist die Stärke, ne? Selbstwertgefühl hier, was sich hier aufzeigt. Ganz starkes inneres Gefühl, ne? Man hat die Stärke loszulassen. Man hat die Stärke loszulassen, sich der Gefühlswelt vielleicht auch hinzugeben, sich zu öffnen. Ne? Man weiß, man muss sich da nicht dran festkrallen. Dieses Sicherheitsdenken auch die ganze Zeit. Man braucht das nicht. Man braucht das nicht. Man muss davon loslassen, sich ständig in diesem Schutz aufzuhalten, alles schützen zu wollen, ne? Seine Gefühle zu schützen, seine stabile Welt zu schützen, sich zu schützen, dass man nicht aus der Rolle fällt oder ja, sein Ego schützen, sowas ist das alles. Der König der Kelche, worum geht's da, Löwe? Der König der Kelche. Flupp. Die Herrscherin und die 5 der Stäbe, ja klar. Die Herrscherin, ja, Liebe, Leidenschaft, Fruchtbarkeit, Offenheit, sich der Liebe hingeben. Da steht jemand noch im Konflikt mit sich selber, deswegen die Gefühle hält man im Zaun. Ne? Ich sage euch, hier ist jemand bereit und reif, entweder ihr selber oder auch die andere Person. Man spürt diese Reife, ja, das sind Gefühle, die schon reif sind. Das ist aber auch die kreative Energie. Ne? Die Herrscherin ist auch sehr kreativ, mütterlich bekümmert und hat auch gute Ideen. Ja, vertraut ihrem Gefühl. Allerdings steht man hier noch so ein bisschen im Konflikt, entweder in der Situation oder mit den Menschen. Ne? Man hadert mit sich selbst. Es ist kein schlimmer Konflikt, sondern es ist einfach nur so eine
innere Auseinandersetzung, ne? Dieses Hin- und Hergedenke und vielleicht auch mit der Person, ne? Ja, weil keiner will als erstes irgendwie seine Gefühle zeigen, wenn es hier im Liebesbereich etwas ist. Aber auch natürlich, was mit der Kreativität zu tun hat. Ne, wenn das eine Berufung ist, zum Beispiel von euch, dann geht es auch darum, einfach seine Emotionswelt freizulassen, seinem Gefühl zu vertrauen. Ne? Also ich weiß nicht, entweder hat hier jemand auch so ein bisschen Bindungsangst, dass man sich da nicht wirklich so schnell binden will, ne? Dass man sich da so zurückhält. Oder aber es ist einfach diese Sicht von, ja, ich brauche noch mehr Stabilität von den Menschen, bevor ich meine Gefühlswelt da überhaupt offenbare. Das ist meistens so, ihr Lieben. Man möchte genug Stabilität haben, dass man sich sicher sein kann. Hier braucht jemand einfach sehr viel Sicherheit. Entweder ihr oder auch eine andere Person. Nicht? Aber es geht hier um die Transformation. Es geht um Kreativität, kreativ zu sein, sich was einfallen zu lassen auch. So, die 10 der Schwerter. Worum geht's denn da? Die 10 der Schwerter. Oh, da, die 2 der Kelche. Siehst du, sage ich doch. Zwischenmenschliche Dinge, das Zwischenmenschliche. Die Begegnung, die Liebe. Man kann einfach nicht mehr. Man ist erledigt. Man will sich miteinander verbinden, man will sich näher kommen. Man will sich irgendwie versuchen zusammenzutun, zusammenzuraufen, ne? Ja, romantische Verbindung, romantische Liebesbeziehung hier. Ah, diese ganze Stabilitätsebene, die hat einen fertig gemacht, macht einen fertig, K.O. und irgendwann kann man nicht mehr und dann will man sich einfach nur auf einen Nenner zubewegen, da will man sich begegnen, da will man versuchen zusammenzukommen, ne? Also im Sommer geht es auch wirklich viel um die Liebe, habe ich das Gefühl. Da kommt die Liebe irgendwie immer durch. Ja, der Sommer ist ja auch lang, ne? Also hier soll auch jemand rausgeholt werden und mehr dieses kreative Denken haben. Was ich vorhin schon gesagt habe, auch im Verhalten, ne? Kreative Gedanken in Bezug zur Liebe. Ein bisschen alles ein bisschen bunter sehen, ein bisschen bunter machen auch, ne? Ja, Löwe, jetzt gucken wir uns noch eine bestimmte Situation an, was dann noch so wichtig wird im Sommer, was relevant ist. Löwe, was ist da noch wichtig im Sommer? Oh, oh. Du selber und der Zaun, siehst du? Oder auch ist das eine Dame? So, das müsst ihr jetzt ummünzen. Das ist die distanzierte Haltung. Ne? Was ich vorhin gesagt habe. Distanzhaltung, etwas im Zaun halten wollen. Jemand hält etwas im Zaun. Das ist noch ein kleiner Zaun. Das ist ein kleiner Zaun, den man einfach umschmeißen soll, umschmeißen kann. Aber jemand hält sich so ein bisschen auf Distanz, weil man auf Stabilität wartet oder weil man sowieso noch diese Distanzhaltung einfach hat. Wenn ihr als Mann zuschaut, dann kann es um eine Dame gehen, wo ihr das Gefühl habt, die hält das Ganze irgendwie auf Distanz, ne? Da komme ich irgendwie nicht durch oder man hat das Gefühl, ich komme da nicht ran. Man muss nur ein bisschen kreativ sein, ihr Lieben. Ne? Ich die Dame so ein bisschen mit Kreativität begeistern, mit guten Ideen. Dann lässt sie den Zaun auch fallen. Oder ihr seid das selber, ne? So ein bisschen Distanz noch, weil man Angst vor Bindung hat oder auch eben, ja, weil man auf dieses bestimmte Angebot wartet. So, was haben wir da im Hintergrund, Löwe? Vierundsiebzig, elf. Das ist bei mir das Gewitter. So, Gewitter im Kopf. Die ganze Zeit überlegen, Gedankengänge haben. Das ist der Blitzschlag. Das ist, könnte blitzartig verliebt sein. Man ist verliebt, aber man hält sich auf Distanz. Das sind die Anspannungen. Jemand ist hier sehr angespannt. Ne? Das haben wir im Hintergrund, diese Anspannung. Jemand muss die Anspannung loslassen. Das sind auch Blitzgedanken, ne? Kreative Blitzgedanken. So ein Blitzgedanke, den man dann haben kann. So, ah, jetzt, ja, alles klar. Erleuchtung. Klären wir das mal auf. Dame und Zaun, Löwe, was ist denn hier los? Oh ja, der Reiter. Und ja, beweg dich rein ins Gefühl. Gefühle zeigen. Das ist die Übermittlung, ne? Gefühlsübermittlung. Da hat auch jemand Angst.
Angst. Ja, hier denkt man wirklich sehr viel über Ängste nach, beziehungsweise über seine Gefühlswelt. Das ist eine Anziehungskraft. Das ist dieser Gedanke, ja, ich möchte mich darauf zubewegen, es herrscht eine Anziehungskraft. Eine gefühlvolle Nachricht, eine gefühlvolle Übermittlung, die hier stattfinden darf, die hier jemand machen muss. Sich mit seinen Gefühlen erstmal verbinden, die Gefühle zulassen und sich da rein bewegen, Löwe. Im Hintergrund haben wir die 33. Der Schlüssel, das ist die Sicherheit, ne? Herzöffnung. Ja, jemanden den Schlüssel vielleicht überreichen, um sein Herz öffnen zu lassen oder selber versuchen, das Herz des anderen Menschen zu öffnen. Das kommt mir hier durch. Sicherheit, man wünscht sich ganz viel Sicherheit, um diese Umzäunung runterfallen zu lassen. Man braucht einfach diese sichere, klare Sicht, dass man sich auf den Menschen zubewegen kann. Viele Menschen brauchen einfach Sicherheit. Man hat Angst vor, vielleicht vor einer Abfuhr oder so auch, ne? Oder hier sind einfach Bindungsängste. Löwe. So, jetzt kriegst du zum Schluss noch eine Seelenreich-Orakelkarte. Mal sehen, was haben die denn noch zu sagen? Löwe, Sommer, eine Seelenreich-Orakelkarte. Was haben wir denn hier? Ja, befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Da schon wieder die Bestätigung, schon wieder Kreativität. Ja, die Männer sollten auch ein bisschen kreativer werden in der Liebe zum Beispiel, ne? So, Löwe, das ist der kreative Fluss. Farbenspiel, lass die Kreativität spielen. Ich lese dir das mal vor. Die sieben. Ja, einfallsreich sein, ne? Befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. In uns allen fließt ein magischer Fluss der Kreativität. Dieser ist bei jedem anders und fühlt sich anders an. Wie sich dieser Fluss, diese Energien ausdrücken wollen, ist von Person zu Person, aber auch von Situation zu Situation verschieden. Als Kinder geben wir uns ihm einfach hin und spüren die Freude, die er uns bringt. Doch er bringt uns auch inneren Frieden, Ausgeglichenheit und Konzentration. Er hilft uns, die Zeit zu vergessen und im Jetzt zu sein. Erinnere dich an deine Kindheit, an die Spiele, die du gespielt hast. Du warst deiner schöpferischen Kraft so nah. Nutze deine kreativen Kräfte nicht in der Hoffnung, Anerkennung und Ruhm zu ernten, denn dann fließt all diese Kraft von dir weg. Dann wirst du andere damit nähren. Doch aus diesem Grund hast du diese Karte nicht gezogen. Du hältst diese Karte in den Händen, um den Fluss deiner Kreativität zu befreien und um diese Energien für dich persönlich zu nutzen. Unterdrücke sie niemals. Sie würden ins Stocken geraten und sich als Blockaden in deinem Inneren manifestieren. Sie würden dich unzufrieden und mürrisch machen. Wenn Energien da sind, müssen sie fließen. Gib ihnen Spielraum, nutze sie, tanze, male, singe. Sie sind ein Geschenk. Vergeude sie nicht. Sie werden dich in Ebenen erheben, von denen andere nur zu träumen wagen. Gib dich deiner Kreativität vollkommen hin. In solchen Momenten kannst du der göttlichen Quelle ganz nah sein und ihre ewige Liebe in deinem Inneren spüren. Egal, was du für einen Beruf ausübst, finde jetzt die Zeit, kreativ zu sein. Dies ist für deinen Seelenweg mehr als wichtig und wird dir Heilung und Frieden bringen. Löwe, dein Krafttier ist Habicht und die Zahl 7 könnte wichtig sein für dich. Siehst du? Ja, lass die Kreativität fließen, egal wo. In der Liebe, in der Berufung, privat, was dich selbst betrifft. Kreativität ist ganz wichtig. Nur weil man erwachsen ist, nur weil man, was weiß ich, einen bestimmten Beruf hat, einen autoritären Beruf, wo man als Autoritätsperson dasteht, heißt das nicht, dass man nicht kreativ sein kann oder spielerisch sein kann, das innere Kind rauslassen kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Wie schon gesagt, lasst eure Kreativität fließen. Mein lieber Löwe, danke fürs Zusehen und ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer
und bis bald. Tschüss.